Hallo und herzlich willkommen auf musikmachen.de. Ich bin Quirin und ich teste für euch heute das Crying Tone War der Firma Electro Harmonix. Wie ihr gerade vielleicht schon gesehen habt, ist das Crying Tone nicht in einer Schale untergebracht, irgendwie ist es nicht montiert, sondern man hat quasi nur das Oberteil und an der Unterseite hat man so eine Gummierung. Und es ist ein Sensor verbaut, der erkennt, in welcher Position sich das Pedal gerade befindet. Ist ganz einfach zu kalibrieren. In der Ruheposition drückt man einmal Calibrate, dann in der Heel-Down-Version auch einmal Calibrate und dann funktioniert das Teil auch schon. An bekommt man das, indem man es leicht über die Kante nach vorne kippt, dann ist das Gerät schon an. Ansonsten haben wir noch einen Input und einen Output und einen Netzteilanschluss. Das Crying Tone ist natürlich eigentlich nur ein Wah, aber die Bedienung ist wirklich ganz anders. Also es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Das muss man mal ausprobiert haben, finde ich, weil es sehr fein auch reagiert. Und ihr habt gesehen, es bewegt sich ein bisschen auf Teppich, auf soliden Boden ist das wesentlich stabiler und bleibt am Platz. Und ich finde, für 109 Euro kann man das Teil ruhig mal ausprobieren. Das war's von mir und wir sehen uns wieder auf musikmachen.de.